wir sind hier bei der polnischen Meisterschaft in Lodz. Wir hatten Lodz of Fun. Nee, eigentlich nicht. Der Tod, Alter. Wir waren 75 Spieler, haben insgesamt 7 Runden gespielt, danach Top 8. Und es war ganz erfolgreich für uns. Wie in Halle letzte Woche, diesmal habe ich ein bisschen besser, was weitergekommen als Tritail. Ich war Top 8 und Tritail ist Top 16 gekommen. Du warst 11. Ich war 6. So, ich bin dann Top 8 leider rausgeflogen im Monomatch. So, dann das Deck. Wir haben sehr unglücklich. Genau. Erstmal Dave Krüsmer und Julius und alle meine anderen Tokens und den YCS-Token. Logisch. So, die sind ganz wichtig. Also die Tokens brauchen wir mal später. Zum Deck. Wir haben eigentlich viel geändert zu letzter Woche. Immer noch 3 Ash. 3 Rollen Lockwoods. Warte, ich hab 2 Lockwoods gespielt und okay. Dafür Upstart. Okay. Und 3x Ray natürlich. Dann, was wir neu dazugepackt haben, ist der Phantom Himmelsprenger. Ich persönlich wusste es halt von Kian. Der hat mir halt das erklärt, dass es da eine Kombo gibt. Ich habe das halt mal ein bisschen angespielt, getestet, fand es ganz gut. Ich erkläre es auch gleich, wenn ich euch den Rest vom Deck gezeigt habe. Ich wusste auch von Kian und Max. Ja, und Trita wusste halt dann über mich. Dann. Wir haben 3 Engage. Bedanke ich mich nochmal ganz herzlich beim Richard. Beim Richard fürs Leihen. Von einem, die anderen sind mir. Also keine Sorge, ich leihe nicht so viel mit Trital. Dreimal Widow Anchor. Dreimal die Drohne halt. Da brauchen wir auch gleich für die Combo. Einmal Jamming Wave, einmal Afterburner. Ein Multiwall. Ich finde, man kann auch 2 spielen. Der ist ziemlich gut im Mirror. Aber man will ihn halt nicht in anderen Matchups ziehen auf der Stadthand. Das nervt halt. Und einmal die Herkules-Basis. Die ist auch ziemlich gut. Also ich habe zum Beispiel einmal gegen Gamma und Driver einfach 2 Karten gezogen. Beste Karte heute. Einmal die Field Spell. Warte. Ich habe 2 gespielt und dafür nur 2 Chance Signs. Okay. Und 3x dann halt die Standardsachen, 3 Foolspool of Goods, 3 MSTs, eine Rota, ein Terraforming und eine Metal for Fusion. Ja, was hast du sie gezogen? Einmal in einem Match habe ich 2x gezogen, sonst ging es eigentlich. Ich auch. So, dann zum Fallen. Wir spielen mit Fallen, wir spielen Go First List, deswegen 3 Trans Science bei mir. Also bei mir 2, ja. 3 Strike und ein Solemn Warning. Ich habe auch schon überlegt, Judgment zu spielen, das wäre auch manchmal ziemlich gut, aber ich weiß nicht, ob die Life Points in der neuen Time-Off-Regel. Ja. Dann kommen wir zum. Ich fange jetzt erstmal weiter mit dem Side-Deck. 3x den Sphere-Mode. Ich habe gegen Gookie damit gewonnen. Die Karte ist halt echt gut. Und weil Rita keine hat, hat er diesmal keine Kaijus gespielt. Ich hatte keine Lust, mir welche ranzuholen. Ja. Deswegen habe ich 2 Lava-Golem gespielt, weil der in der Duel Link. Die hast du dir aber auch von mir geliehen. Der wollte in der Duel Link-Deck gucken, sehr ruhig. Genau. Und ein zweites Call from the Grave. Das ist schlechter gegen Italy. Ja. Dann ein Call from the Grave, weil ich halt noch einen Platz hatte. 3 Shared Ride, weil es die beste Karte im Mirror-Match ist. 3 Twin Twister gegen Backrow-Decks. Ich habe auch gegen keine gespielt. 3 Evenly Matched. Ich habe gegen Elias gespielt. Kann man Mirror Match sein, gegen Draco eigentlich. Und ich bin super Fan von der Karte Heavy Storm Duster. Die super gute Mirror, auch gerade wenn man First geht, auch gegen diese Trickster-Version, weil die Gegner werden meistens die Pin mit der Light Stage und der Endphase könnte dann meistens Scapegoat oder irgendwas anderes poppen. Dann noch zum Extra-Deck. Leute, wenn ihr gegen Trickster spielt, hättet immer weiter. Dreimal die Sky Striker jeweils, die brauchen wir auch gleich für die Combo. Ein Phoenix und einen zweiten Phoenix. Ich brauche den Erdnutzer halt zweimal, deswegen schon noch zweimal drin. 2 Linkspider, die sind neu für die Combo. 1 Topologik immer noch. 1 Einhorn immer noch. 1 Deco-Talker, der ist neu. Der ist ziemlich gut im Mirror, habe ich gemerkt. Ich habe den sehr oft gebaut. Ich habe damit zum Beispiel einmal einen Twin Twister negiert vom Gegner und sowas. Also der ist schon ziemlich gut, hätte ich nicht gedacht. Eine Trispania und die Karte, die keiner kennt, Flammenadministrator. Der sagt aus, der braucht 2 Cybers-Monster, um gebaut zu werden. Und der sagt halt aus, der gibt allen Link-Monster von euch Push. So, und jetzt der Combo, die jetzt halt neu im Deck drin ist, die ist halt dazu da, um OTKs zu machen. Es ist eine 2-Karten-Combo mit dem Himmelssprenger und der Drohne. Ja, mach ich gleich. Ihr aktiviert die Drohne, geht damit auf den Token. Den Token macht ihr weg, geht in Rot. Rot holt euch die Token-Produzierer wieder, ihr aktiviert die. Habt jetzt einen Token und eine Kagami draußen. Er muss da liegen. Er muss genau drunter liegen, das ist wichtig. Dann ruft ihr den Himmelssprenger. Mit dem Sprenger macht ihr jetzt durch seinen Effekt, weil ihr 3 Karten habt, 3 Tokens. Und dann macht er weiter. Dann geht ihr mit den beiden in Phoenix. Könnt ihr auch noch beim Gegner was poppen, falls er was hat. Dann geht ihr mit dem Sprenger und mit ihm in Deco-Talker. Geht mit den beiden Nicht-Brandish-Tokens in 2 Link-Spider. Und baut mit den beiden Link-Spider dann den Administrator. Und macht dann den Token zum Schluss weg und baut noch eine Shizuku. Und hat dann im Endeffekt, sie hat im Endeffekt 2-3, er hat 2000 und er geht auf 4-1. Das heißt, ihr habt ein Out auf diese ganzen großen Blocker-Monster, also Diabolos, sowas hier wie Diabolos, Metalltron und so weiter, den Ultimate Falcon und sowas. Und es ist auch ziemlich mächtig, das Board zu legen. Ihr könnt euch halt direkt einen Engage suchen in der Endphase und ihr könnt halt sowas wie Afterburn und sowas direkt negieren. Und ein 4-1er Mirror-Match zu klären ist schon ziemlich hart und das zum Spielen ist allgemein ziemlich eklig. Ich hab die Kombo insgesamt nur einmal gemacht, wo sie gegen Pendel
Und da konnte auch den 4-1er die Kurtorker nicht mehr handeln. Das war halt auch ziemlich mächtig. Ich hab's auch mal gemacht. Ja, dann noch abschließend. Also war ganz cool, hat Spaß gemacht in Polen. Und ich grüße auf jeden Fall nochmal an Jens. Bedanke mich da auch nochmal, dass er uns auch die Evendies geliehen hat, weil wir keine hatten beide. Und kriegst die irgendwann wieder. Und dass er uns auch allgemein halt für die Kampfung sorgt, dass wir bei ihnen halt den Stuff kaufen können. Bitte noch eine letzte Worte. Wir grüßen Lorenzo. Ja, wir grüßen Lorenzo erstmal und. Ist ja unglücklich verlaufen. Ja. Ich muss gegen Max spielen auch noch. Ja, das war ein bisschen ärgerlich. Tschüss. Ciao.